Niederbayern 100.de. Die 100 Sekunden Videonachrichten mit allem Wichtigen aus Niederbayern und der Region. Täglich aktuell ab 12 Uhr mittags. Immer wissen, was los ist. Präsentiert von Sanitätshaus Göldner in Eggenfelden, Pfarrkirchen, Simbach am Inn und Arnsdorf. Wir tun was für Ihre Gesundheit. Herzlich willkommen bei Radio Trausnitz Niederbayern in 100 Sekunden. Einen harten Kurs gegen die Schweiz fordert der niederbayerische CSU-Europaabgeordnete Manfred Weber. Nach dem Schweizer Votum für weniger Zuwanderung müsse klar sein, dass auch die Freizügigkeit der Schweizer innerhalb der EU eingeschränkt wird, sagte Weber. Wenn die Schweiz beispielsweise keine Deutschen mehr aufnehmen will, dann gelte dies auch umgekehrt. Weber glaubt, dass die Schweizer Wirtschaft nun Probleme bekommen werde. Die sei auf Fach- und Hilfskräfte von außen angewiesen. Die Ansiedlung des geplanten Modeparks Röther an der Landshuter Maybachstraße steht auf der Kippe. Die Stadt Landshut sieht kaum Verhandlungsspielraum. Röther wollte trotz Auflagen innenstadtrelevante Sortimente anbieten. Die Stadt hat hier klare Auflagen vorgegeben, damit die Geschäfte in der Innenstadt nicht gefährdet werden. An denen werde sich mit Sicherheit nicht viel ändern, sagte Landshuts Oberbürgermeister Rampf. Wie berichtet, musste Röther bereits allen 33 Mitarbeitern kündigen, die im Modepark an der Maybachstraße hätten arbeiten sollen. Sie geben sich als Ärzte, Polizisten oder Anwälte aus, die Schockanrufer. In den vergangenen Tagen haben sie vor allem in den Landkreisen Mühldorf und Altötting angerufen. Sie behaupten zum Beispiel, ein Verwandter braucht dringend Geld, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Von einem Boten wird das Geld dann wenig später abgeholt. In Burgkirchen sind zwei Menschen auf die Masche reingefallen. Der Tipp der Polizei, lassen Sie sich nie zu einer Geldübergabe an der Haustür überreden. Auch der Autobauer BMW wirft seine gelben Engel aus dem Regal. BMW gibt den ADAC-Autopreis zurück. Denn bei dem Preis war noch stärker geschummelt worden als anfangs angenommen. So kam heraus, dass BMW bei der Wahl zum Lieblingsauto 2014 künstlich schlecht gemacht wurde. Durch die nun nachgewiesenen Manipulationen bei der Stimmenauswertung hat der gelbe Engel des ADAC seine Glaubwürdigkeit verloren, hieß es von BMW. Weitere Nachrichten unter radio-trausnitz.de.